Hallo ihr Lieben, habt ihr vielleicht Blätterteig zu Hause? Dann habe ich ein blitzschnelles Rezept für zwischendurch. Ich habe hier TK-Blätterteig kurz auftauen lassen. Dann gebe ich ca. 2-3 Esslöffel Olivenöl mit einem halben Teelöffel Oregano in eine Schüssel. Gib dann noch so ca. 3-4 Esslöffel passierte Tomaten. Das Ganze sehr gut miteinander verquirlen. Wer mag, kann das Ganze noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann wird einfach die Tomatensoße auf den Blätterteig verteilt. Hier habe ich geriebenen Gouda-Käse. Ihr könnt natürlich auch Emmentaler nehmen oder Mozzarella. Dieses Rezept ist wirklich ideal, wenn ihr zwischendurch mal Heißhunger habt. Dazu noch einen kleinen Salat. Einfach perfekt. Damit mir das Ganze beim Backvorgang nicht auseinanderfließt, drücke ich die Blätterteigecken zusammen. Ihr könnt das Ganze fast so wie ein Boot formen. So fest wie möglich drücken. Ich habe das hier nicht richtig fest gedrückt. Und wie gesagt, einmal schön formen wie ein Bötchen, ein bisschen die Seiten hochklappen. Versucht so fest wie möglich das aneinander zu drücken, denn beim Backvorgang geht das noch auseinander. Ist jetzt nur halt so, dass der Käse nicht aus dem Blätterteig von Anfang an direkt rausfließt. Schaut ihr übrigens auch YouTube Shorts an, das sind diese Kurzvideos im Hochformat. Schreibt mir das gerne mal unten in den Kommentaren, wie viele sich das gerne anschauen. Wer möchte, kann das Ganze noch mal mit Mozzarella und Tomatenscheiben abdecken. Das Ganze wird jetzt einmal mit einer Ei-Milch-Mischung eingepinselt und dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten, bis sie schön goldgelb gebacken sind. Bei mir waren es genau 25 Minuten. Jeder Backofen ist anders und die schmecken einfach hervorragend, fast wie eine Pizza Margherita. Noch einen kleinen Salat dazu und ihr habt schnell eine Mahlzeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch guten Appetit. Bis zum nächsten Video. Bye bye.